Ein bedeutender italienischer Geigenbauer soll hier im Spiel gewesen sein. Giovanni Paolo Maggini. Hört sich schon toll an. Grüß Gott, hallo. Eine schöne Geige haben Sie uns mitgebracht. Wie kommen Sie zu diesem Instrument? Die Geige ist aus dem Nachlass von meinem Opa. Und leider spielt bei uns in der Familie keiner das gute Instrument oder allgemein Geige. Und vielleicht, was uns am wichtigsten ist, wie alt sie tatsächlich ist. Also wir wissen, dass sie 1961, wie meine Eltern geheiratet haben, da war sie schon bei uns in der Familie. Aber wann sie wirklich zu uns gekommen ist und wo sie der Papa her hat, wissen wir leider nicht. 1961 ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Beim Rumdrehen habe ich jetzt schon mal gesehen, es gibt einen Brandstempel Maggini. Natürlich ein sehr bedeutender Name eines italienischen Geigenbauers. Sonst ganz typisches Instrument. Die Decke aus einem Fichtenholz, der Boden aus einem Ahornholz und dann entsprechend auch der Hals aus Ahorn mit der ausgearbeiteten Schnecke. Also, Geige stimmt schon mal von der Instrumentenklassifizierung. Aber vielleicht sehen wir auch noch mehr an dem Instrument. Ja, besonders spannend ist jetzt natürlich, wenn wir uns den Zettel anschauen und versuchen, den auch zu lesen. Schauen Sie, hier steht Copy of Giovanni Paolo Maggini. Made in Germany. Also dieser Zettel zeigt uns ganz klar die Herkunft dieser Geige und zwar auch unzweifelhaft. Maggini hat auch als Label zwei Karrieren. Die erste Karriere, die der Werkstatt von Paolo Maggini in Brescia, also auf halbem Weg zwischen Tirol und Cremona. Und die zweite Karriere dann eben in der sächsischen Geigenindustrie der Gründerzeit. Und ihr Instrument stammt ohne Zweifel aus dieser sächsischen Industrie. Dort sind nicht nur die großen Cremoneser-Namen, also wie Amati oder Stradivari, kopiert worden, sondern natürlich auch die herausragenden Vertreter des Tiroler Geigenbaus, wie Steiner oder eben der Bresciana Maggini. Und diese Bresciana Werkstatt Maggini galt im Geigenhandel der Gründerzeit natürlich als genauso wertvoll und genauso wichtig wie die Cremoneser. Und deswegen hat man auch diese Marke in wirklich riesengroßer Stückzahl nachgebaut, nicht gefälscht. Das muss man auch ganz klar und deutlich sagen. Es geht hier keinesfalls um irgendwie eine betrügerische Fälschungsabsicht, sondern es geht einfach um das Entwickeln eines Markenlabels. Und deswegen steht ja auch mit größter Ehrlichkeit hier Copy, Copy of sozusagen drin. Und selbst wo das Wort Copy fehlt, fehlt auch die Fälschungsabsicht. Das sind Markenlabels und keine Falsifikate. So. Ja, also englische Begriffe da drin, Copy of und dann Made of Germany, gibt uns natürlich auch zu denken von der Zeit her. Es steht jetzt Germany drin und nicht Western Germany. Ist die Frage, kann das dann auch sogar noch vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein? Oder ist das eher dann doch nach wie vor aus der ostdeutschen Produktion, aber nach das ist 45 wahrscheinlich sogar vor dem Ersten Weltkrieg. Vor dem also Ersten Weltkrieg. Mit größter Wahrscheinlichkeit stammt dieses Instrument aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Also die auflagenstärksten Produktionsserien stammen aus den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts und aus den paar Jahren noch vor dem Ersten Weltkrieg. Also in dieser Phase sind die Kopierfräsen 24/7 gelaufen
Und deswegen mussten die Holzvorräte aus einem irrsinnigen Radius angeschafft werden, weil der Durchsatz so groß war, dass man es mit Schiffen und Containern und Eisenbahnwaggons kaum wegtransportieren konnte. So viel ist produziert worden in dieser Zeit. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Ja, das ist richtig. Ja, stimmt. Auch vor dem Ersten Weltkrieg hat man sich schon versucht, durch den Begriff Made in Germany von zum Beispiel einfacherer Konkurrenz aus England oder vermeintlich billigerer und schlechter gefertigter Konkurrenz aus England abzugrenzen, abzusetzen, um einen bestimmten Wert darzustellen. Und es zeigt auch, dass diese Instrumente tatsächlich nicht nur in Deutschland verkauft wurden, sondern weltweit. Was ist sowas wert? Ich schau noch mal drauf. Es gibt keine Risse drin, es ist alles gut verleimt, sozusagen. Es ist solide gefertigt, also ein Schülerinstrument gibt es allemal ab, dass man da eine Schule mit beglücken kann, eine Musikschule mit beglücken kann, die eine Streicherklasse aufmachen und Ähnliches. Außer Sie wollen es tatsächlich als Erinnerungsstück aus diesem Nachlass behalten. Ja, wir wissen es noch nicht so genau. Ja, ja. Aber wenn, also solche, das wäre eine Abnehmerschaft, die sich darüber freuen würde. Die müssen die aufarbeiten und so mit neuen Wirbeln wahrscheinlich und Ähnlichem. Also diese Aufarbeitungskosten übersteigen dann wahrscheinlich sogar den Wert des Instrumentes. Okay. Auf den gängigen Portalen 100 Euro vielleicht für so ein Instrument. Alles klar. Aber trotzdem eine schöne Geschichte dazu, auch mal endlich ein Zettel, wo drauf steht Copy of und so und nicht nur die vermeintlichen Fälschungen. Also deswegen ganz vielen Dank, dass Sie es gebracht haben. Danke. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Dankeschön.